In diesem Video zeige ich euch, wo ihr einmal die Katana finden könnt. Diese Waffe ist wohl eine der besten bzw. die beste Nahkampfwaffe, die ihr derzeit im Spiel bekommen könnt. Um die Katana zu bekommen, braucht ihr die Wartungsschlüsselkarte. Und für diese Schlüsselkarte braucht ihr zuerst einmal die Schaufel. Und für die Schaufel braucht ihr einmal das Tauchgerät und das Seilgewehr. Also es sind einige Schritte, bis ihr einmal hierher kommen könnt. Ja, für die Schaufel und für alle Schlüsselkarten habe ich bereits ausführliche Videos auf dem Kanal. Braucht ihr diese Gegenstände noch, dann verlinke ich euch die Videos in der Beschreibung und in der Infokarte. Auf dem Weg zur Katana bzw. am gleichen Ort könnt ihr außerdem die goldene Rüstung, den Golfschläger und die goldene Maske finden. Kommt einmal zum Ort, den ich auf der Karte für euch markiert habe. Hier gibt es einen Höhleneingang, der eben zu einem Bunker führt. Die verschlossene Tür könnt ihr nun mit der Wartungsschlüsselkarte öffnen. Folgt einmal dem Weg im Video, bis ihr zu einer Tür gelangt. Öffnet diese und dann wird eine Filmsequenz abspielen, die ich überspringe, da ich sie erstens nicht spoilern möchte und sie zweitens bestimmt noch in den nächsten Wochen bzw. Monaten verändert oder verbessert wird. Hier im ersten Raum könnt ihr einmal eine Pistole aufnehmen. Es gibt insgesamt im Spiel zwei Pistolen. Wenn ihr die erste schon aufgenommen habt, dann könnt ihr die zweite nicht tragen. Aber es kann sein, dass ihr zum Beispiel die erste einmal Virginia gegeben habt und dann könnt ihr hier eine zweite Pistole für euch selbst aufnehmen. Folgt ihr dem Weg im Video, dann findet ihr hier im Zimmer einmal den Golfschläger. Nun geht es die Treppe runter zum zweiten Level in ein weiteres Zimmer, in dem ihr die Katana selbst finden könnt. Etwas weiter den Gang entlang und ihr findet einmal die goldene Rüstung. Vom Ende des Bunkers ist die goldene Maske links im Raum. Öffnet dann den Ausgang mit der Schlüsselkarte, um aus dem Bunker zu entkommen. Danke fürs Schauen und viel Spaß beim Spielen!